Herzlich willkommen zu einem weiteren WLAN-Erklärungsvideo bei Mr. 1996 Steffen. Diesmal mache ich mit dem IEEE 802.11ac Standard weiter. Erstmal das Allgemeine. Der AC Standard wurde im November 2013 veröffentlicht und nutzt ausschließlich wie der ältere A- bzw. H-Standard das 5 GHz-Band. Die maximal theoretische Datenrate liegt aber bei 6.936 Megabit. Der Vorgänger der H- bzw. A-Standard erlaubte 54 Megabit maximal. Und WLAN N funkte übrigens auch im 5 GHz-Frequenzband mit maximal theoretisch 600 Megabit. Die maximale Reichweite von WLAN AC beträgt 50 Meter, die maximale MIMO-Anzahl beträgt 8. MIMO, das steht für die Anzahl der Datenströme, die ist gleichzusetzen mit der Anzahl der Antennen. Eine Geschwindigkeitssteigerung lässt sich durch folgende Faktoren realisieren, zum Beispiel durch breitere Kanäle. Der WLAN AC Standard erlaubt maximal 160 MHz Breite. Ein verbessertes Modulationsverfahren, das 256 QAM genannt wird, besteht aus einer Phasen- und Amplitudenmodulation im Grundgerüst. Und pro Übertragungsschritt lassen sich 8 Bit übertragen. Außerdem führt eine Optimierung des Übertragungsprotokolls zur Geschwindigkeitssteigerung sowie bis zu 8 gleichzeitig nutzbare Antennen, also die MIMOs, und eine Weiterentwicklung der MIMO-Technik, die Multi-User-MIMO. Was das ist, erkläre ich gleich. Der WLAN AC Standard nutzt die Frequenzen von 5,15 bis 5,35 GHz, das ist Kanal 36 bis 64, sowie von 5,47 bis 5,725 GHz, Kanal 100 bis 140. Der AC Standard erlaubt Kanalbreiten von 20, 40, 80 oder 160 MHz, wobei 160 MHz in der Praxis kaum machbar ist, da das ein sehr breiter Kanal ist, der ja für viele Störungen bei den Nachbarn oder auch bei anderen Funktechniken auf 5 GHz sorgt. Ist ja nicht nur WLAN, dass das 5 GHz-Band nutzt. Das Dynamic Frequency Selection Verfahren, kurz DFS, sorgt dafür, dass es einen automatischen Kanalwechsel bei fremden Funksystemen auf dem Kanal gibt. In Deutschland ist das für WLAN AC-Router Pflicht. Denn Wetterradar nutzt zum Beispiel Kanäle 120 bis 128. Und wir gucken nochmal zurück. Der AC-Standard kann die Kanäle 100 bis 140 nutzen. Das heißt, das Wetterradar ist damit eingeschlossen. Und um solche fremden Funksysteme eben nicht zu beeinträchtigen, muss es einen automatischen Kanalwechsel geben. Es gibt auch WLAN-AC-Geräte ohne DFS. Die können dann aber nur von 5,15 bis 5,25 GHz funken. Das sind 4x20 MHz breite Kanäle. Also eine Kanalbreite von maximal 80 MHz ist da möglich. Einige WLAN-Router und WLAN-AC-Chips in Mobilgeräten unterstützen kein DFS und TCP. TPC. TPC steht für Transmit Power Control. Das erlaubt eine automatische Anpassung der Sendeleistung und soll die Störung für fremde Funksysteme so gering wie möglich halten. Das Flugradar nutzt zum Beispiel auch 5 GHz, also kann es in der Nähe von Flughäfen zu Störungen kommen. Mit dem Multi-User-MIMO-Verfahren, MIMO steht für Multiple Input, Multiple Output, kurz MU-MIMO,
können mehrere Antennen gleichzeitig an verschiedene WLAN-Clients Datenpakete senden. Die Voraussetzung dafür ist, dass die WLAN-Clients auch diese Multi-User-MIMO-Technik unterstützen müssen, sonst funktioniert das nicht. Das Interessante an Beamforming ist, dass es bereits seit 802.11n spezifiziert ist. Allerdings war es nicht genau genug für n spezifiziert, sodass es zu ungenau war und man es damit nicht für n nutzen konnte. Eine Basisstation, zum Beispiel ein WLAN-Router, kann ein Funksignal in eine bestimmte Richtung senden. Das ermöglicht eine deutlich bessere Verbindung zum WLAN-Client. Ein Client, das ist ein WLAN-Gerät, das ein WLAN-Netzwerk mitnutzt, also sich an einem WLAN-Router zum Beispiel angemeldet hat und das WLAN des Routers mitnutzt. Beim Beamforming-Verfahren senden mehrere Antennen das gleiche Signal, aber mit einem zeitlichen Versatz. Das bewirkt eine Richtwirkung, die die Sendeleistung auf einen bestimmten Client fokussiert. Denn man hat das gleiche Signal mit einer, wie nennt sich das noch, Phasenverschiebung. So, und in eine bestimmte Richtung verstärkt sich dadurch das Signal und in die andere löscht sich das aus, sodass es eben in eine Richtung eine Richtwirkung gibt. Das Beamforming-Verfahren erlaubt eine verbesserte Qualität der Funkverbindung und erlaubt somit eine höhere Modulationsstufe und Datenrate. Eine höhere Modulationsstufe ist nämlich dann nur möglich, wenn es keine oder so gut wie keine Störung gibt. Denn Störungen durch andere WLAN-Geräte auf demselben Kanal, zum Beispiel ein weiterer WLAN-Router, die sorgen dafür, dass bei einer hohen Modulationsstufe die Datenpakete nicht mehr sehr genau erkannt werden können. Die Datenrate in der Praxis. Die theoretische Datenrate lässt sich in der Praxis eigentlich so gut wie nie erreichen. Das ist einfach nur eine Symboldatenrate. Die Datenrate hängt von folgenden Faktoren ab. Zum Beispiel die Anzahl der gleichzeitigen Datenströme, die MIMOs, also die Anzahl der Antennen. Außerdem die Breite des Funkkanals, 20, 40, 80 oder 160 Megahertz. Je breiter der Kanal ist, desto besser können Störungen herausgefiltert werden. Außerdem ist das Modulationsverfahren auch entscheidend für die Datenrate. Außerdem ist die Datenrate auch von den technischen Voraussetzungen des WLAN-Routers, der Access Point und der WLAN-Client abhängig. Mit den technischen Voraussetzungen meine ich eben, was die WLAN-Geräte so können, wie viele Antennen sie zum Beispiel eingebaut haben, ob sie jetzt dieses DFS-Verfahren können oder nicht und so weiter und so fort. Und natürlich, wie groß die Verstärkung der Antenne ist. Je länger also so eine Antenne ist, desto besser ist die Verstärkung des Signals und natürlich die Sendeleistung auch. In mobilen Geräten wie zum Beispiel Smartphones ist es schwierig, WLAN AC umzusetzen, da der Platz hier begrenzt ist und auf die Energieversorgung, die Akkulaufzeit geachtet werden muss. Wände, Decken sowie Möbel und der Abstand zwischen WLAN, Client und Access Point bremsen die Datenrate stärker als WLAN auf 2,4 GHz, da wie der WLAN-AC-Standard auf 5 GHz funkt und hier die Wellenlänge kleiner ist. Außerdem begrenzen die LAN-Buchsen
Zusätzlich die Datenrate, da sie maximal 1 Gigabit pro Sekunde übertragen. Und im noch schlimmeren Fall nur 100 Megabit. Es gibt WLAN-AC-Sticks für die USB-Schnittstelle. Und es gibt auch WLAN-AC-USB-2-Sticks. Und dort begrenzt eben der USB-2-Standard das Tempo auf maximal 480 Megabit. Deshalb können diese WLAN-Sticks mit dem AC-Standard maximal eben 430 Megabit übertragen. USB 3.0 erlaubt theoretisch maximal 5 Gigabit per Second. Die Rechenleistung von mobilen Geräten erlaubt keine aufwendige Modulation. WLAN-AC-fähige Router gibt es zum Beispiel von Linksys, von TP-Link, von Netgear. Sowie die Telekom hat mit dem Speedport W724V auch einen WLAN-AC-Router im Angebot. Und der deutsche Routerhersteller AVM bietet mit der Fritzbox 7490 ein Komplettpaket an. Und der kleine Bruder, die 3490, bietet auch den WLAN-AC-Standard, hat aber kein Telefonmodem eingebaut. Dies war meine Präsentation zum IEEE 802.11 AC Standard und beim nächsten Mal werde ich mit dem 802.11 AD Standard weitermachen, den wohl viele nicht kennen. Ich kannte ihn früher auch nicht, aber es wird da noch mal interessant.